Hallo Filmfans, willkommen zu einer neuen DVD-Review. Ja, wie ich es liebe. Und heute bekommt ihr einen sehr exotischen Titel vorgesetzt, und zwar Jenglot von Rizal Mantovani aus dem Jahre 2009. Ist eine indonesische Filmproduktion. Ja, eine indonesische. Und der deutsche Titel dieses Machwerks, Trash Soft Sex Monster Werkes, ist Virgin Beach Creature. In dem Film geht es auch um diesen sogenannten Virgin Beach, wo sich halt ein paar, ja, würde ich mal sagen, Tunden und ein paar Bikini-Schönheiten treffen und dort einfach nur abhängen wollen, Spaß haben wollen. Dann sind natürlich noch ein paar, ja, muskulöse Typen, die wollen natürlich die Mädels abschleppen. Und das missfällt einem dort ansässigen Hexer doch sehr. Und den hetzt er dann einfach so scheinbar aus Langeweile oder einfach aus purem Hass, dass er keine Bikini-Knackarschbrot abkriegt, den sogenannten Jenglot auf den Hals. Den missgebildeten Halbbruder von Kermit, dem Frosch, der sich dann mit seinen scharfen Zähnen allerlei Mädels angeln darf oder beziehungsweise sie dann anknabbert. Und mehr Handlung hat der Film nicht. Es ist ein Film, der wirklich zu 110% rein rassiger Trash ist. Der Film wirbt schon allein damit, dass er so ist wie Piranha 3D von Ajar auf der DVD-Hülle. Dabei ist er es gar nicht. Dieser Film schwelgt in vielen Kamerafahrten, vor allem von den Hardbodies der exotischen Bikini-Schönheiten. Also es gibt hier Knackärsche, feuchte Höschen, immer mal wieder freigelegte Nippelchen und mehr nicht. Und hin und wieder taucht in schnell geschnittenen Attacken der Jenglot auf. Und ja, man sieht eigentlich gar nicht, was da so richtig passiert. Auf jeden Fall handelt es sich dabei wohl um ein starres Objekt, das eigentlich nur in Bewegung kommt, da die Darstellerinnen so tun, als wären sie attackiert und gebissen und bla. Und großartige Bewegung ist nicht. Die Zähne des Viechs sind wirklich toll, aber der Rest irgendwie hat was von Kermit. Also entweder ist er verwandt mit Kermit oder mit Tier, ja, diesen Schlagzeuger da von dieser Muppet-Band. Aber sonst, ja. Also, wenn die Asylum-Trash-Filme wirklich zu computerlastig sind, der sollte sich diesen Film angucken, denn hier ist das Viech wirklich handgemacht. Sonderlich viel Gore gibt es nicht zu sehen. Es gibt eher die, ja, die Auswirkungen der Attacken dieses kleinen, tölpelhaften Gummiflauschis, die da resultieren, dass hin und wieder mal ein Arm komplett abgenagt ist. Aber auch Bauchdecken werden durchstoßen, aber das war's auch. Ansonsten lebt der Film in erster Linie von diesem Strandfeeling, von den ganzen vielen, wirklich muss ich sagen, sehr hübschen Frauen, die sehr knapp bekleidet sind, ab und zu mal nackig da rumhüpfen, und das war's auch. Ja, daher taugt der Film in erster Linie als Partyfilm, aber so zwischendurch zum Angucken definitiv nicht. Dafür ist er einfach zu stumpf, nämlich zu trivial und zu doof. Aber irgendwie hat es doch Spaß gemacht. Und da gibt es wirklich solide, mittelmäßige 5,5 Punkte von 10. Die DVD übrigens ist für 8 Films vor kurzem Ende Januar erschienen, mit einem 3D-Holo-Cover. So eine gewisse Anspielung an Piranha 3D scheinbar, da der Film nicht in 3D ist, da muss wenigstens die, ja, Rundumhülle, die Verpackung rundum, wenigstens 3D sein, ja. Allerdings kann ich für diesen Film keine Kaufempfehlung aussprechen, einzig vielleicht mal zum Ausleihen reicht, aber mehr auch nicht. Und das war es auch wieder heute mit der neuen DVD-Review, diesmal zu, ja, Virgin Beach Creature. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris. Ist das geil? Wow. Denise? Dein Zimmer ist da hinten und Tammy, deins gleich da vorne. Ja, sehr gut. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Der Typ hat mir erzählt, sie haben heute ein ganz komisches Ding gefunden. Sowas wie ein Lebewesen. Verdammt, wie nennen sie das noch? Jenglot. Josh, lass das sein. Lass das. Also das ist doch jetzt echt nur noch peinlich, hörst du? Wir müssen sofort wegkämpfen!